Die Winterzeit ist die Rouladenzeit und schaut sie euch an. Das ist eine mit Hackfleisch gefüllte Roulade aus dem Dutch Oven. Und wie man die macht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für meine mit Hack gefüllten Rinderrouladen brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Das hier sind die Rinderrouladen, hatte ich bei Your Beef bestellt. Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die hatte ich im Eisfach gehabt, habt ihr jetzt aufgetaut, wird also Zeit, sie mal zu machen. Die werden wir jetzt gleich also füllen. Dafür brauchen wir 400 Gramm Bio-Hackfleisch, halb und halb. Würzen wir das Ganze mit meiner Bacon-Goodness-Mischung. Wir brauchen noch ein bisschen Senf. Des Weiteren brauchen wir dann für die Soße Karotten, Lauch, Zwiebeln, Rotwein, Rinderfond. Etwas Tomatenmark. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten. Und während jetzt in meinem Anzündkamin die Coco-Co-Eggs schon mal vorglühen, würde ich sagen, legen wir los. So, ich starte damit, dass ich das Biohackfleisch erstmal würze. Das ist also 400 Gramm halb und halb. Da kommen jetzt so 2 gute Esslöffel von meiner Bacon-Goodness-Mischung oben drauf. Und dann wird das Ganze vermischt. Da wir ja schon wissen, dass es 4 Rouladen werden, kann ich dann aus der Masse auch direkt 4 Kügelchen formen, es quasi schon mal vorportionieren, damit wir dann später das gut aufgeteilt bekommen. Hier habe ich mir Rouladenklammern bestellt. Ich habe es bis jetzt immer mit Zahnstochern gemacht, aber habe mir gedacht, komm, nach all den Jahren gönnst du dir mal was. Kosten, glaube ich, so 10 Stück, 12 Euro oder sowas. Könnt ihr gerne verlinken. Ist einfach nur eine praktische Sache. So, wir haben hier also noch körnigen Senf. Dann packe ich jetzt mal die Rouladen aus. So, dann habe ich hier Klarsichtfolie, die legen wir jetzt einmal ganz kurz über die Rouladen drüber und werden dann mit einem Meinungsverstärker nochmal ein klein bisschen nachplätten, dass wir da einfach mehr Fläche bekommen. Wunderbar, und dann schnappe ich mir die Rouladen. Dann kommt ein großzügiger Teelöffel körniger Senf da hinein. Dann habe ich hier mein Bällchen und da ist ja auch das ganze Gewürz mit drin. Ne? Das bedeutet, wir müssen jetzt also nicht noch zusätzlich hier würzen. Wir drücken jetzt das Hackfleisch auf die Roulade. Natürlich nicht ganz bis zum Schluss, weil wir wollen sie ja gleich aufwickeln. Aber dass das Ganze gut verteilt ist. Und jetzt starte ich das Aufwickeln, fange hinten an und drehen das Ganze jetzt möglichst stramm auf. Und dann kommt so eine Klammer zum Einsatz, die das Ganze dann zusammenhält. Wunderbar, damit habe ich die erste Roulade vorbereitet, die andere mache ich gerade fertig und dann geht's weiter. Da sind sie also, meine mit Hack gefüllten Rouladen, fertig vorbereitet, hervorragend. Den Dutch Oven habe ich inzwischen zum Vorheizen auf den Anzündkamin gesteckt, damit er auf Temperatur kommen kann. Ich habe jetzt hier gesehen, ich habe von dem körnigen Senf noch ein bisschen was über, das werden wir gleich mit an die Soße feuern, das schadet auf gar keinen Fall. Und die stelle ich jetzt gerade beiseite, wir schnibbeln noch schnell das Gemüse, damit wir dann endlich mit dem Anbraten starten können. Als Gemüse habe ich Karotten, Lauch und noch ein paar Zwiebeln. Die Karotten werden erstmal geschält. So, dann halbieren wir den Lauch, schneiden ihn in Halbringe. Ich denke mir gerade, das hier an Lauch reicht auf jeden Fall. Wir haben ja die Zwiebeln noch. Dann habe ich hier die Karotten, da schneide ich jeweils Anfang und Ende ab. Dann werden sie halbiert, geviertelt. Und dann in kleine Stücke geschnitten. So, Möhren und Karotten sind klein, bleiben zum Schluss die 3 Gemüsezwiebeln. Die werden einfach nur auf und klein geschnitten. So richtig Mühe müssen wir uns beim Aufschneiden da nicht geben. Diese ganzen Sachen fallen ja gleich während des Garprozesses komplett in sich zusammen. Das heißt also, wenn ihr die Zwiebel einfach gerade so aufschneidet, ist alles wunderbar. Mein Dutch Oven ist inzwischen gut auf Temperatur, was bedeutet, wir können etwas Butterschmalz hineingeben. Und dann geben wir die Rouladen rein, dass sie scharf angebraten werden können. Und währenddessen mache ich die Zwiebeln fertig.
Schnibbelarbeit ist abgeschlossen. Am Dutch Oven geht es weiter. So, Zeit, die Rouladen mal ein bisschen zu drehen. Oh ja. So, die Rouladen sind angebraten. Die nehme ich jetzt kurz aus dem Dutch Oven raus. So, und dann kommen der Lauch, die Karotten und die Zwiebeln in den Dutch Oven hinein und werden darin jetzt scharf angebraten. So, das Gemüse ist richtig schön scharf angebraten. Jetzt habe ich hier eine bzw. eigentlich eher zwei Esslöffel Tomatenmark, gebe ich jetzt mit dazu und röste es mit an. Alles schön durchrühren. Und ebenfalls mit dazu gebe ich den Rest von dem körnigen Senf. Das ist wie gesagt rein optional, aber für die, die es interessiert ist, sind im Prinzip ist es ein großzügiger Esslöffel. Den Rest vom Glas spüle ich auch gleich noch mit dem Rinderfond aus, aber das rösten wir jetzt auch erstmal mit an. So, wenn das Tomatenmark und der Senf dann leicht angeröstet sind, löschen wir das Ganze jetzt mit einem schönen Schluck Rotwein ab. So, wer einmal ablöscht, kann das auch ein zweites Mal tun. Nehmen nochmal einen schönen Schluck mit dran, lassen den auch nochmal wegkochen. Jetzt gebe ich schon mal einen Teelöffel Pfeffer und Salz damit dran. So, Flüssigkeit ist verkocht. Jetzt schnappe ich mir die Rouladen, lege die da hinein. Und dann wird das Ganze jetzt mit Rinderfond übergossen. Ich habe hier insgesamt 800 Milliliter Rinderfond, also schon eine ganze Menge, aber die sollen ja auch schwimmen, die Rouladen. Und jetzt für die nächsten guten 2 Stunden darin garen. Es wird ein Fest. Gut, dann bauen wir das Ganze mal um. Das heißt, der Deckel kommt drauf. So, Anzündkamin-App kann runter. Und jetzt verteilen wir mal ein paar Briketts. Unten drunter machen wir mal 6 Stück. Und obendrauf machen wir 8. Und so lassen wir die Rouladen jetzt die nächsten 2-2,5 Stunden vor sich hinschmoren. 2,5 Stunden, denke ich mal, ist genau das, so lange wie die Coco-Eggs halten werden. Das passt also perfekt. Und würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So, 2,5 Stunden später. Ihr seht, von den Coco-Eggs ist nicht mehr wirklich viel da. Schauen wir mal nach unseren Rouladen. Oh, da kommt einem ein Duft entgegen, Leute. Holla, die Waldfee. Das sieht gut aus. Ihr seht, es blubbert noch. Das ist sehr, sehr gut. Ich werde die Rouladen jetzt rausnehmen und dann werden wir die Soße ein bisschen andicken. So, ich nehme die Rouladen jetzt vorsichtig und wirklich vorsichtig aus dem Topf raus. So, dann habe ich hier ein Glas Wasser mit Speisestärke drin. Das geben wir jetzt damit ran. Verrühren das kurz, lassen es andicken. Gehen auch nochmal mit dem Löffel schön über den Boden drüber, dass wir den Satz schön mitkriegen. Aber bei nur 6 Kohlen unten drunter ist da natürlich nicht wirklich was angebrannt. So, wir können schon sehen, dass die Soße jetzt Bindung bekommt. Oh, die sieht fantastisch aus. Hervorragend sieht das aus. Und dann setzen wir jetzt die Rouladen können jetzt aus den Klammern raus. Setzen wir sie gerade wieder rein. Auseinanderfallen tut da jetzt nichts mehr. Wunderbar, damit sind meine Rouladen fertig. Wir können anrichten und probieren. Und natürlich einen großzügigen Schluck von dieser Soße. Denn die hat richtig Power. So.
So, dann würde ich sagen, schneiden wir das gute Stück mal an. Gucken, dass es uns nicht direkt auseinanderfällt. Da haben wir jetzt keine Kräuter mit eingearbeitet. Dementsprechend schaut das Ganze von innen tatsächlich sehr unspektakulär aus. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir nehmen uns hier ein Stück. Wir brauchen eigentlich gar kein Messer. Wir können einfach so durchgehen. Und jetzt wird probiert. So, hier habe ich jetzt also ein Stück von der Roulade mit ein bisschen was Gemüse von der Soße. Und ich sage, sehr zum Wohl. Die Soße ist einfach perfekt gewürzt. Das Fleisch ist butterzart. Und sogar den Bacon Goodness Rub schmeckt ihr aus der Roulade raus. Eine herrliche Nummer. Die Soße ist ein Kracher. Rouladen sind eine fantastische Geschichte. Eignen sich natürlich hervorragend für den Dutch Oven. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, da unten könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengrillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von diesen Rouladen eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne vorbei. Da seid ihr einfach immer näher dran. Gibt es kleine Stories vom Dreh und so weiter. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.